Hi Leute, mein Name ist Gürtel Şahin, ich bin Outdoor- und Werbefotograf. Heute zeige ich euch in meiner Make It Happen Episode, wie ich in InDesign mithilfe von Adobe Stock Elementen eine Präsentation erstelle. Das Briefing hierzu lautet auf jeden Fall wie folgt. Erstelle eine Präsentation über dich und deine Brand. Fülle diese mit Statistiken und Fun Facts über dich oder deine Brand. Nutze hierfür Adobe Stock Elemente wie zum Beispiel Vorlagen, Infografiken oder gegebenenfalls auch Bilder. Meine Idee ist folgende: Zunächst mache ich mir Gedanken, welche Informationen möchte ich in der Präsentation mit drin haben, danach über die Größe. Meine Präsentation soll maximal 4 bis 6 Seiten haben. Danach schaue ich direkt auf Adobe Stock nach. Gibt es eine Präsentationsvorlage, die zu mir passt? Wenn ich diese gefunden habe, lade ich die direkt in InDesign, versuche die natürlich meinen Wünschen entsprechend zu bearbeiten und dabei noch auf die Kundenwünsche Rücksicht zu nehmen. So, und los geht's auf der Adobe Stock Webseite. Dort suche ich nach einer passenden InDesign Präsentationsvorlage. Ich werde auch sehr schnell fündig. Ich lade diese in InDesign und tausche zunächst die Schriftarten aus und lösche die beiden letzten Seiten, denn meine Präsentation hat ja nur 6 Seiten. Auf der ersten Seite stelle ich mich vor: Hi, ich bin Gürtel Şahin, cooles Bild von mir dazu. Dann hat sich die erste Seite auch schon erledigt. Auf Seite 2 möchte ich natürlich sagen, was ich tue und woher ich komme. Ich bin Landschafts- und Werbefotograf. Das tue ich natürlich hier reinschreiben. Ich lösche die überflüssigen Textelemente und tue noch einen kleinen Satz hinzufügen. Und natürlich darf nicht fehlen ein cooles Abenteuerfoto dazu. Und dann ist Seite 2 auch schon fertig. Auf Seite 3 kommt ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit hinzu. Und zwar möchte ich meine Reisen zeigen. Und zwar am besten, wo war ich schon. Dazu suche ich mir auf Adobe Stock eine Worldmap und tue diese natürlich lizenzieren, lade sie in meine CC Library und von dort aus kann ich sie in InDesign einfügen. Mit den roten Punkten markiere ich die Orte, an denen ich schon war, und dann haben wir eine Übersicht der besuchten Orte und damit hat sich die Seite 3 auch schon erledigt. Auf Seite 4 kommt ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu, und zwar: Meine Frau Martha begleitet mich auf meinen Abenteuern und ist auch ein sehr wichtiger Teil der Agentur, und das möchte ich zeigen, aber in Form von einem Grid mit Bildern. Und zwar lösche ich das Bild, das als Platzhalter drin war, und tue ein Grid hinzufügen. Dieses Grid tue ich befüllen mit Bildern von uns beiden und dann schaut das natürlich ganz cool aus mit mehr Fotos von Martha und mir. Auf der nächsten Seite geht es um meinen Instagram-Kanal. Meine Idee ist, einen Screenshot zu zeigen, und dafür brauche ich ein Handy. Und zwar schaue ich auf Adobe Stock nach Devices und dann lade ich mir ein Device-Paket herunter und benutze dieses Device-Paket mit meinem Screenshot und füge dies in die Präsentation mit ein. Dort kann man jetzt gut erkennen, mein Instagram-Account als Screenshot auf einem Handy. Ja, und dann kommen wir zur letzten Seite. Auf der letzten Seite einfach noch ein paar Socials bzw. Merkmale oder Webseite, mein Facebook-Account, mein Instagram-Account und vor allem meine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme. Ja, das war's dann schon mit dieser Präsentation. Und so schnell ging das natürlich. Wer möchte, kann auf dieser letzten Seite natürlich auch Social Icons mit dazu machen. Da gibt es auf Adobe Stock jede Menge. Ich persönlich mag Schriftarten und fand es eigentlich auch ganz cool so. Deshalb hat sich das für mich so erledigt. Die Präsentation ist jetzt am Ende. Ganz zum Schluss tausche ich auf der Präsentation natürlich noch die Daten aus. Ich trage dann auf jeder Seite meinen Namen mit hinzu, meinen Instagram-Kanal und meine Agentur. Das sieht ganz cool aus und gibt dieser Präsentation einen persönlichen Touch. Nach dem Exportieren schicke ich es dann zu Adobe, meinem Kunden, und schaue, was die noch dazu zu sagen haben. Da kriege ich eine E-Mail, und zwar möchten die, dass ich eventuell noch etwas Heimatverbundenes mit reinfügen kann. Dann schaue ich, okay, ich habe keine Bilder von Kaiserslautern selbst, deswegen schaue ich bei Adobe Stock, finde ein passendes Bild, füge es in meine Präsentation mit ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, sieht cool aus, ist aber nicht das, was ich mir unter meiner Präsentation vorstelle, deswegen mache ich es wieder rückgängig. Und dann kommt Adobe und fragt: Hast du nicht was anderes, was so ein bisschen deine Heimat zeigt, Kaiserslautern bzw. Deutschland? Ja gut, was passt zu Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, deutscher Schäferhund vielleicht. Hab nach deutschem Schäferhund bei Adobe Stock gesucht, hab mir da ein Paket runtergeladen mit schönen Bildern von Schäferhunden, habe dieses bearbeitet und in mein Abenteuerfoto mit eingefügt. Und jetzt sieht es ganz cool aus, finde ich.
dann noch einmal exportieren und dann gehe ich meine eigene Präsentation noch mal mit euch durch. Auf Seite 1, wer bin ich? Auf Seite 2, was tue ich und woher komme ich? Auf Seite 3 geht es um meine Reisen. Auf Seite 4 stelle ich meine Frau Martha vor, denn wir arbeiten als Team. Und auf Seite 5 geht es um meinen Instagram-Kanal. Und Seite 6 sind noch ein paar Socials, Webseite, E-Mail-Adresse, Instagram und Facebook-Kanal. So, das war's jetzt von mir und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über Adobe Stock und Adobe InDesign zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es auch für euch benutzen. Ich bin echt happy. Ich habe mir die Präsentation auch mal ausgedruckt und ich muss sagen, gefällt mir echt richtig gut. Schaut doch mal bei dem Adobe Creative Cloud YouTube-Kanal vorbei. Dort habe ich jede Menge Sachen gelernt und ich hoffe, ihr könnt da auch was mitnehmen. Ansonsten vielen, vielen Dank und viel Spaß.